Hallo, willkommen zu meinem Marktausblick Nummer 6. Mein Name ist nach wie vor noch Gerhard Oehler. Wir sehen hier Folgendes, hochinteressant, der DAX und auch die Nasdaq 100 legten knappe 3% zu, während der Dow nur etwas über 2% schaffte. Diese Grafik ist recht interessant, und zwar nämlich ein Prognosemodell, das zeigt, für den Blick in die Zukunft, dass es in den nächsten Jahrzehnt eigentlich nur seitwärts gehen könnte. Auch diese Grafik ist hochinteressant, die ich gefunden habe, McDonald's und der Gewinn. Man achte auf die Pfeile. Besonders 2012 bis 2015, als der Gewinn zurückgegangen ist. Und dann nachher ab 2015, der Gewinn zwar wieder angezogen hat, aber nicht das Hoch von 2012 erreicht hat. Also im Grunde genommen ist man hier 8 Jahre lang seitwärts gegangen, während der Aktienkurs ab 2015 massiv zugelegt hat. Ja, wie ging das? Ganz einfach durch den Aktienrückkauf von McDonald's ist natürlich die Menge der ausstehenden Aktien, die an der Börse gehandelt werden können, verringert worden, wodurch die Kurse um 100% zulegten. Ich finde das sehr bedenklich. Okay, bevor wir loslegen, schreibt mir ganz einfach einmal den Kommentar hinein, mit welchem Vorschlag meinerseits ihr in der vergangenen Woche den höchsten Gewinn eingefahren habt. Wir starten möglich mit dem Dow Jones. So sehe ich den Dow Jones. Man hat am vergangenen Freitag eine Korrektur eingelegt. Diese sollte am Montag zu Ende gehen. Bei der orangen Linie würde ich allerdings den Stop-Loss setzen. Das gleiche Bild natürlich auch beim DAX. Auch hier sehe ich am Montag eher zulegende Kurse. Es sei denn, es passiert irgendetwas am Wochenende. 13.377 würde ich als Notstop nehmen. Diese Linie ist hochinteressant, und zwar nämlich, wenn man sich genauer anschaut, wo ich diese aufgelegt habe. Also diese unteren beiden Punkte. Und siehe da, man hat genau gefunden, wo es dann auch die letzte Woche gedreht hat. Am vergangenen Freitag war das. Nun ein kurzer Blick nach Asien, also China. Hier sehe ich etwas Seitwärtsbewegung, bevor es dann nachher auch noch höher gehen sollte. Auch dies kann man über meinen Broker-Vorschlag handeln. Nun kommen wir zu den Aktien. Wie üblich starten wir da am Anfang einmal mit der Apple-Aktie. Das war meine Short-Spekulation. Bei 304 wurde das verkauft, da ich ganz einfach kein Potenzial nach unten mehr sah. Amazon als nächstes, ja, da ist das Ziel dort oben, das habe ich eh schon am Mittwoch und auch letzte Woche genannt. Zahlen waren recht gut, aber man ist noch nicht am Ziel oben. Auch bei der Google-Aktie habe ich ein Ziel genannt, das noch nicht erreicht worden ist. Also auch hier ist noch Luft oder Bewegungsfreiheit nach oben. So ist es auch bei der nächsten Aktie, und zwar nämlich bei Intel. Da erwarte ich etwas Seitwärtsbewegung, und diese Linie, die rote Linie, also bei 63,7 in etwa, das muss unbedingt halten, weil sonst ist meine Long-Idee gestorben. Auch bei dieser Aktie gehe ich von der Möglichkeit aus, dass nach oben hin hier einiges an Luft drinnen ist. So auch bei Qualcomm. Auch hier sollte auf der Long-Seite der Weg nach oben hin frei sein. Rote Linie muss halten. Selbes gilt auch bei dieser Aktie. Wie ich schon sagte, auch hier muss die rote Linie halten. Also ich bin da relativ bullish für diverse Aktien aus der zweiten Reihe momentan. Ja, Boeing haben wir letzten Mittwoch lang und breit darüber gesprochen. Eigentlich hätte das Blau ein bisschen nach unten gehen sollen, bei 303 oder sowas, der ideale Einstieg. Jetzt ist man schon vorher ausgebrochen.
und schon beim ersten Zwischenziel gelandet. Hier McDonald's, der habe ich gerade vorhin angesprochen, da bin ich eigentlich pessimistisch. Also eher der Weg nach unten als nach oben. Stop-Loss die 216. Selbes gilt auch bei Siemens. Auch hier bin ich bärisch. Und das jetzt schon seit einiger Zeit. Hier seht ihr da oben den Pfeil, wann ich da diese Prognose rausgegeben habe. Ganz anders bei der Allianz-Aktie. Auch hier am Mittwoch, also drei Handelstage vorher, habe ich davon gesprochen, dass ich da relativ bullish bin. Nach oben hin, und tatsächlich ist die letzten zwei Tage nach oben gegangen. Auch hier das Thema Versicherungen, über das wir da gesprochen haben. Auch hier ist der Ausbruch nach oben erfolgt. Starke Tage liegen hinter uns, vielleicht etwas korrigieren und dann noch weiter hoch. So auch die Hannover Rück. Das könnte vielleicht sogar den DAX oder die treibende Kraft im DAX sein, die beiden Versicherungen. Nun zu den Rohstoffen, Bitcoin und so weiter. Wir starten am besten mit dem Bitcoin. Auch dieser ist jetzt nach oben hin ausgebrochen. Ja, Mittwochsvideo, da habe ich von der Short-Seite gesprochen, während hier beim Schweizer Franken kein klares Signal erkennbar ist. Beim Öl bin ich auch eher auf der Short-Seite, sich zu positionieren empfehle ich. Und achtet auf eure Stop-Loss. Tschüss!